Wir sind heute in Santa Monica auf der 3rd Street, das ist die große Einkaufsstraße. Ja. Die Fahrt hierhin war schon recht, also für einen Robin war es ja abenteuerlich, erzähle. Ja. Also wir hatten gerade den dümmsten Taxifahrer der Welt, der wusste nicht, wo Santa Monica ist. Das ist jetzt ungefähr so, wenn man in Berlin ist und jemand sagt, ich würde gerne zum Alexanderplatz und die wissen nicht, wo der Alexanderplatz ist. Oder wenn man in New York ist und man sagt, hey Taxifahrer, ich würde gerne zum Times Square und der meint so, habe ich noch nie gehört, was gibt's hier? Also wirklich der schlechteste Taxifahrer der Welt. Ja, wir haben ihm sehr viel Trinkgeld geben natürlich, das ist... Wir haben stattdessen gerockt im Auto. Ja, das war mal gut. Ordentlich gerockt. Also wenn Sie heute noch nichts vorhaben, zufälligerweise, liebe Damen und Herren, just do it with me. Ja? Bei mir könnte man so einen Rahmen drum machen, wie David Cam. Das ist immer auf dem Arsch. Hier am Auto gibt es keinen Platz mehr. Deswegen haben die den Kofferraum gesteckt. Die ganze Mühe. Sami, Fabio. Weiß ich Quatsch. Ich lasse jetzt eine Münze verschwinden. Seht ihr die? Ja. Ich werde diese Münze in Kellys Ausschnitt hineinschnipsen. Das fällt dir direkt durch. Durchgerutscht. Ordentliche Schnips. Der Johannes, hi. Den haben wir hier getroffen, den Dennis, hier am Stand. Netter Kerl, spielt auch League of Legends. Zufälle gibt's, ne? So läuft das Leben, Freunde. Also was ganz Besonderes an Dennis haben wir ja schon gecheckt. Ihr wart ja schon mit den Super-Omis hoffentlich in Dennis, ja? Das hier. Ich habe immer noch ein Bennis hier und ich trinke jetzt eine Runde Squirt. Ja, das finde ich auch. Mal gucken, wie es schmeckt. Schluck, du Sau. Schluck.
Echter Durstlöscher, ein richtiger Durstlöscher. Prost! Ja, du, also weißt du, das nennt man dann Squirting, ja? Wenn das so abläuft. Alter, das schäumt voll. Boah, schäumt da ganz schön, du. Ja, aber hier? Ja, da war aber ordentlich was dabei. Welcome to my mansion. My Indian land. You can come anytime, have fun. But when you come here, you better give me some money. Ja, das war unser LA Day in Venice. Wenn ihr jetzt noch mehr Bock auf Blödsinn von uns habt, da drüben gibt es einmal die Gay Pride Parade. Da waren wir nämlich auch. Und darüber der Day auf der E3 von Gronkh und Sarrazar. Und wenn ihr immer noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das jetzt sofort da oben machen oder auch da unten. Und schreibt uns irgendwas in die Kommentare, wenn ihr Bock habt und so weiter und so fort. Ihr wisst, wie das geht. Ich gehe jetzt erstmal in den Pool springen. Ciao!